Grüß Gott und willkommen zurück zum Space Thunder Hangar Battle. Kotzdock! So, kurz zur Einleitung. Standard-Tarnanstrich, ne? Dann hier Raketen, Raketen-Bum-Bum. Lenken sogar, ja. Das hier gegen Camper, ja, kann man die mit ärgern. Das hier komplett useless, niemals benutzen. Oh mein Gott, benutzt diesen Dreck niemals. Und das hier, oh ja, das ist die russische Wundermunition. Ähnlich dieser Wundermunition hier. Nur die hat 350 und die hier 335. Also ist ein bisschen schlecht. Aber dafür haben wir die Raketen, ja. Der hier hat keine Raketen. Der ist langweilig. Voll weg mit dir. Aber der hier, oh, große Raketen. 100 mm Raketen. So, die steckt dann nämlich vorne ins Rohr und dann bum, bum, bum. Und dann passieren richtig kranke Sachen. Oh, ihr glaubt nicht, was da für kranke Sachen mit passieren. Oh, aber viel wichtiger noch. Guckt mal PS hier. 1316 PS. Wisst ihr, was das heißt für so einen kleinen Panzer? Das ist kein Panzer, was fliegt da links. Da flog gerade links was in der Luft. Das ist kein Panzer mehr, sondern das ist ein Rennauto. Oh ja, der rennt richtig. Und wenn er erstmal anfängt, wie ein Rennauto zu rennen, ja, dann hält ihn auch keine Autobahn mehr zurück. Du da, mach keinen Scheiß, sonst knall ich dich. Ich warne dich. So, ach so, ja, mit der Bumsi hier, ne, voll in voller Fahrt, einfach schießen, drehen, lenken, wie man will, kann der alles. Der ist zu allem zu gebrauchen. Der ist wie so ein universelles Nudelholz. Kannst du Frauen mitschlagen, kannst du aber auch Nudeln mitmachen. Oh fuck, das hat er jetzt nicht gesagt. Oh mein Gott, der gehört in den Knast, der Wichser. So, scheiße, ey. Feuern! Und plopp und naja, ich hab ihn impotent geschossen. Es ist eine Leistung. Gibt zwar nur 31 Punkte dafür, aber es ist eine Leistung. Der wird so schnell keine Kinder mehr mit seinem Rohr machen. So, auf jeden Fall, hier sind noch die Dinger. Ja, sehr schön, Fahrer. Fahrer gut, Fahrer schön, Fahrer toll. Diese scheiß, die Dinger hier, die müssen beseitigt werden. Beseitigen wäre da sehr gut. Des Weiteren, einmal kurz nach hinten schauen, immer schön umschauen, niemals vergessen, man hat nur ein Kanonenrohr, also immer umschauen. Nicht von hinten wegbumsen lassen. Und der hier, der macht Dinge, die mir nicht so gefallen. Der könnte sich mal ein bisschen... Ey, du da. Ey, du da. Ey, du da. So, jetzt lade ich mal auf die russische Wundermunition, weil das hier ist gerade nicht unbedingt die offene Feldsituation, auf der man Raketen einsetzen kann. Plopp. Und wie ihr seht, die russische Wundermunition hat den guten alten Bug, dass alles rot oder grau ist, worauf sie zielt. Das heißt so viel wie, ich habe keine Ahnung, ob ich durchkomme oder nicht, aber ich weiß, es war rot, das heißt, ich muss nur raufschießen. Das Traurige ist, das ist immer noch nicht gefixt und das ist immer noch bei dieser russischen Wundermunition auch so gut wie allen Panzern so. Keine Ahnung, wann die das mal fixen. Haben sie wohl keine Lust zu. Ist auch egal. So, da ist wieder so ein... Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich guck mal. Ich bin ja keine Pussy, ich kann mir das ja mal anschauen hier. Was ist das für ein Dingens? Keine Ahnung. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Das ist ein Jagdpanzer. Das ist ein Jagdpanzer-Icon. Wie wäre es, wenn ich mich hier... Alter, was ist das für ein Teil? Ja, kacke. Da ist noch einer. Er ist doof, wenn das immer so viele sind und ich nicht schaue, bevor ich den Berg hochfahre. Ist natürlich nicht so schlau. Aber ist okay, wir haben Gutscheine. Und wenn ich den auch noch verliere, dann haben wir noch den Bümp. Der Bümp, der ist ganz besonders. Der macht so brrrr und dann sind alle tot. Kennt ihr das? Das ging ein bisschen daneben. Ich habe noch Spawnschutz. Was soll der Scheiß? Arschloch. Ihr denkt auch, ihr lasst mich verarschen, oder? Ah, das war knapp, aber manchmal trifft es halt nicht. Sind halt Lenkraketen, die brauchen kurz, bis sie ins Ziel gelenkt sind, ne? Eigentlich müssen wir B zurückholen. Wird gar nicht so leicht mit den ganzen Campern da hinten. Ich weiß nicht, was das ist, aber diese High-Tier-Battle, die werden immer irgendwie ein bisschen langsamer, weil die Leute irgendwie auf die Idee kommen, campen macht hier mehr Spaß. Weiß ich auch nicht, was das soll. Eigentlich sind die Panzer ja alle komplett übermotorisiert. 1300 PS. Aber, ja, benutzt halt keiner, ne? Das da? Keine Ahnung, einfach mal drauf schießen. Wieder so ein XM1. Weiß ich nicht, ob das ein Premium-Ding ist oder. Ich kenne mich mit diesem High-Tier-Scheiß nicht aus. Ich spiele War Thunder normalerweise so schon kaum und schon gar kein High-Tier-Mods. Hey, du da. Na ja, gut. Mal funktioniert's nicht. Diesmal hat's nicht funktioniert. Hey, 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 hey.
keine Scheiße machen hier. Das Tolle an den Lenkraketen ist, einfach Piu Piu und ins Ziel lenken. Du musst nicht beim ersten Mal treffen, du kannst auch einfach danach die Maus weiter bewegen. Ist die da gerade einfach despawned? Ey! Junge! Reiß dich zusammen. Wir müssen jetzt mal langsam angreifen. Oh shit, das ist einer von meiner Sorte. Da müssen wir aufpassen, wenn der nämlich auch... Er hat keinen Geschützverschluss mehr. Gut, er kann nicht mehr abspritzen, das... Ach, die stehen hier alle hinter irgendwelchen Bergen. Das ist so... Merkt ihr, was ich mit dieser Camper-Scheiße meine? Plopp. Der kann auch nicht mehr schießen. Aber der T-55 repariert ja noch. Der Leopard ist noch gefährlich, weil der ist da schon die ganze Zeit und campt. Aber da ist ein Stein im Weg. Sehr schön. Auf den muss ich jetzt nicht mehr achten. Jetzt nur gucken, was hier noch vor mir liegt. Ich habe auch nur noch 6 Raketen. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Und hier sind haufenweise Gegner auf der Minimap. Also das wird alleine nichts werden hier. Was ich noch nicht mit dem Ding probiert habe. Warte, dann fahre ich mal. Plopp. Ein bisschen hier runter. Ja, es ist doof. Mostock ist nicht so meine Lieblingskarte. Schon gar nicht für diesen Panzer hier. Und die Gegner haben noch alle Gegner und wir sind hier immer noch nicht so gut aufgestellt. Und naja, ist alles irgendwie ein bisschen kacke. Was ist denn das da, was hier immer kaputt geht? Nachtsichtgerät oder was soll das darstellen? Ist das eigentlich ein Witz? Seit wann ist denn die Art in dem Spiel so scheiße stark? Aha. Also vor 5 Jahren wäre das auf keinen Fall möglich gewesen. Nicht nur, weil es den Panzer da noch nicht gab, sondern weil die Art da nicht so stark war. Aber das ist halt zu Camp Thunder geworden. Gibt halt Gründe, warum ich das nicht mehr spiele. Nur gar nicht auf den Rängen hier. Ach, fickt euch doch. Vielleicht sollte ich einfach RB spielen. Space Thunder war so viel lustiger.